Ihr Füchse da draußen, einige von euch meinen herausgefunden zu haben, dass Space Godzilla definitiv einen Teil dieses Films, also von Godzilla and Kong, einnehmen wird, beziehungsweise dass Space Godzilla mehr oder weniger für einen Aufbau des Monsterverse zuständig ist. In diesem Video will ich mal mit euch die Theorie erläutern. Ich werde hier nicht wirklich darauf eingehen, was ich davon halte, aus dem Grund, dass nach diesem Video noch ein weiteres Video kommt, wo es offizielle Spoiler zum Film gibt, mit ein paar Leaks, die ihr wissen müsst, die diese Theorie auch vielleicht ein bisschen aushebeln, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, wir quatschen erstmal über die Theorie, könnte Space Godzilla in Godzilla and Kong vorkommen. Viel Spaß mit dem Video. Okay, die Space Godzilla Theorie ist ja schon so alt wie die Fortsetzung nach Godzilla vs. Kong irgendwie angekündigt wurde. Also sobald wir wussten, Godzilla vs. Kong wird fortgesetzt, gab es ja dann bereits erste Videos, die auch ich gemacht habe, wo es dann darum ging, dass wir in einer Wandhöhle, in einer Höhlenmalerei, an einer Wand sehen wir ein Gemälde von einem Godzilla, der irgendetwas bekämpft, was vom Himmel runterkommt. Und alle dann natürlich gleich, ey, das ist auf jeden Fall Space Godzilla. Und auch ich dachte mir, Space Godzilla würde irgendwie Sinn ergeben. Wir haben jetzt erst wir hatten bereits Ghidorah gehabt und Ghidorah kam nicht von der Erde. Das wird ja auch in Godzilla 2 King of the Monsters immer wieder mal betont. Es hätte irgendwie Sinn ergeben, dass die Geschichte jetzt hier so abläuft, dass die Menschen versuchen herauszufinden, wo Ghidorah herkommt. Die fliegen ins Weltall und es kommen irgendwie Zellen von Godzilla mit ins All und dann entsteht eben der Space Godzilla. Jetzt haben wir allerdings den Trailer bekommen zu Godzilla and Kong und wissen ja, nee, das wird so nicht passieren, denn wir haben jetzt ja hier den neuen Hauptbösewicht oder auch nicht. Naja, wie gesagt, wartet auf das zweite Video ab, das kommt jetzt auch, entweder ist es schon draußen oder es kommt einen Tag später, auf jeden Fall, da wird es ganz interessant. Scar King ist auf jeden Fall in Szene gesetzt worden und dann wussten wir, okay, Space Godzilla hat damit nichts zu tun. Dann haben wir im Trailer allerdings das hier gesehen. Es scheint so zu sein, dass der Trailer, nee, Quatsch, dass die Story zu Godzilla and Kong, dass die sehr stark mit irgendwelchen Kristallen zusammenhängt. Diese Kristalle werden auch auf die Augen der Affen bezogen. Wir haben hier den kleinen Affen, wo wir sehen, dass die Augen grün leuchten. Wir haben Scar King, wo wir sehen, dass die Augen blau leuchten. Die Kristalle leuchten ebenfalls in solchen Farben. Auch Godzillas Rückenplatten leuchten ja später ganz extrem. Und auch diese Farbe sehen wir in diesen Kristallen während des Trailers auch mal ganz kurz. Und diese Leuchtfarben haben wohl wirklich was mit verschiedenen Stadien der Radioaktivität zu tun. Ich werde das Bild hier gerade mal einblenden, wenn ich es jetzt noch gefunden habe, denn ich habe da auf Facebook was sehr Interessantes dazu gesehen. Da hat jemand gepostet, dass es wirklich so verschiedene Stadien der Radioaktivität gibt, die eben, naja, genau diese Farben eben ausstrahlen sollen. Und diese Kristalle müssen jetzt ja irgendwie in die Hollow Earth gekommen sein. Und die Theorie besagt eben, ja, wir haben ja das Wandbild aber gesehen, wo Godzilla gegen etwas gekämpft hat, was an der Oberfläche oder eben von der Oberfläche in die Hollow Earth runtergekommen ist oder eben vom Himmel auf die Erde runtergekommen ist. Die Theorie besagt, dass Space Godzilla in dieser Variante hier eben nicht so erschaffen wird, wie im Original Toho-Film erschaffen wird, nein, sondern dass auch die Godzillas ursprünglich nicht von der Erde kommen. Die gesamten Kaijus kommen aus dem Weltall, wie auch immer, vielleicht mit Asteroiden, die auf die Erde geschlagen sind oder ähnliches. So wäre auch ein Space Godzilla auf die Erde gekommen und hätte den Krieg in der Hollow Earth mit beeinflusst. Aus diesem Grund soll ein Scar King selber nun auch diesen Hass gegen Godzilla haben, da Godzilla ja oder Space Godzilla in dieser Variante eben ein Vorfahre der Godzillas gewesen sind. Die haben dann nach dieser Wandmalerei allerdings ebenfalls auch den Kampf gegen Space Godzilla aufgenommen. Der könnte allerdings im Verlaufe des Films nochmal auftauchen, da er überlebt hat. Und naja, die Theorie besagt eben, dass wir dann am Ende dieses Films herausfinden, dass diese Kristalle, die wir im Film sehen, dass die von Space Godzilla kommen. Und dass wir dann eben ganz kurz nochmal sehen, wie Space Godzilla auftaucht. Okay, ich will jetzt noch mal ganz kurz noch meine Meinung zu dieser Theorie preisgeben. Spoiler zum nächsten Video. Im nächsten Video gehen wir darauf ein, dass wir bestätigt noch einen weiteren Kaiju im Film sehen werden. Ich werde hier nicht sagen, wer dieser Kaiju ist. Ich werde hier auch nicht sagen, was dieser Kaiju kann. Das erfahrt ihr hier in dem Video. Allerdings hebelt dieser Kaiju die Theorie ein bisschen aus. Denn dieser Kaiju wird wesentlich mehr Einfluss auf den Film haben, als wir denken. So viel sage ich jetzt schon mal dazu. Könnte Space Godzilla trotz allem immer noch auftauchen? Ja. Es gibt nämlich
Gründe dafür, dass bestimmte Dinge, die wir im Trailer sehen, durch den neuen Kaiju, den ich euch hier oben vorstelle, dass die dadurch hervorgerufen werden. Allerdings könnte man das Ganze immer noch abwandeln und sagen, okay, aber die Kristalle kommen halt von woanders. Die Kristalle kommen halt dann von Space Godzilla. Ich glaube da nicht dran. Aus folgendem Grund, ich gehe da in dem Video auch nochmal ganz klar darauf ein, warum ich nicht daran glaube, dass wir Space Godzilla sehen werden. Sowohl Toho als auch Hollywood arbeiten nun beide an bestimmten Projekten. Also Toho spricht immer wieder von dem World of Gojira Plan, während eben Hollywood das Monsterverse aufbaut. Und es scheint so zu sein, dass Hollywood immer wieder versucht, neue Kaiju einzuführen in die ganze Nummer. In den kommenden Videos gehen wir auch mal ein bisschen mehr darauf ein, wie Hollywood möglicherweise auch bekannte Kaijus wie Kong oder auch Godzilla aus der Geschichte rausnehmen könnte, um sie gegen andere Kaiju zu ersetzen, die zwar ebenfalls Godzillas und Kongs sein könnten, aber ich kann jetzt hier gar nicht viel mehr sagen als das. Wie gesagt, das zweite Video dazu kommt auf jeden Fall noch. Ihr könnt mir ja mal kurz eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr von dieser Theorie? Glaubt ihr, dass ein Space Godzilla noch auftauchen könnte? Oder sagt ihr eher, nee, glaube ich nicht dran? Ich freue mich auf die Antworten und würde sagen, bin raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.